Ran an die Banane. Jo, Marc, hast du die Alte in Mallorca getroffen oder war es kein Real Talk? Wen getroffen? Achso, Rahel. Nee, ey, wirklich die sympathischste Frau, die jemals in 7 Jahren YouTube an meiner Seite war, war die liebe Rahel aus der Schweiz. Bisschen Zwitscher, Zwitserdeutsch. Hast du mir gerade so zugezwinkert? Ja. Komm mal her. Ja, hi. Ich habe die tatsächlich nie mehr danach getroffen, aber ab und zu schreibe ich ihr mal. Das ist nett. Schreibt sie, hey, wie geht's, alles cool und so. Die ist so sympathisch. Also die ist wirklich so lieb. Das ist Mädel, in die haben sich alle verliebt in meinen Videos. Ehrlich? Rahel aus der Schweiz, ja. Die war so süß. Richtig süß, ja. Aber ich habe sie nie wieder gesehen danach. Aber wer weiß, Malle 2022 vielleicht. Immer ein zweites Mal, ich bin mir sicher. Meinst du? Ja. Ich würde mich echt freuen, ey. Die war echt süß. Wer kennt Rahel aus der Schweiz? Eins in den Chat. Ey, die Leute kennen die Rahel aus der Schweiz. Richtig und wichtig. Und, Leute, ich bin ein bisschen dran. Vielleicht streamen wir auch demnächst mal mit Lydia Chlamydia. Oha. Oha, ja. Vielleicht ist auch mal eine Dame aus meinem Video hier im Live. Was sagt ihr? Eins in den Chat, wenn ihr darauf Bock habt. Lydia Chlamydia. Weißt du, was Chlamydia bedeutet? Perfekt. Meine Mutter heißt Gabi tatsächlich. Ja? Ja. Süß. Vielleicht ist sie das. Also meine Mutter heißt Gabi. Nee, die zapft nicht. Ich weiß nicht. Ich bin voll froh und voll stolz, dass meine Mutter auf Twitch also sich da so einloggt und sich das anguckt. Aber ich glaube, so dieses Zappen und so, das hat die nicht drauf. Finde ich aber nicht schlimm. Nee, meine Mutter ist über 60. Ja, gut. Deine? Meine Mama ist 45. 45? Ja. Ich glaube, die kriegt das nicht so hin mit Nee? Und so. Das ist so gar nicht ihr Ding. Okay. Ich zeige ihr das dann immer so im Nachhinein. Aber guckt die sich deine Sachen an? Ja, immer. Echt? Ja. Ja? Ja. Die TikToks und so? Ja, klar. Cool. Auf meinem Handy. Ich wünsche mir manchmal, dass meine Mutter sich lieber meine Straßenumfragen nicht anguckt. Ja. Und warte auf den Tag, wo selbst meine Mama mir schreibt, ist ein bisschen zu doll. Aber meine Mutter ist halt übelst chillig. Also wirklich, was das angeht, ich bin richtig entspannt erzogen worden. Also so aufgewachsen auch mit so sämtlichen Sachen. Und meine Mutter kann, glaube ich, viel ab. Aber ich glaube, wenn sie mir schreibt, Marc war zu doll, dann wüsste ich, jetzt ist doch zu doll. Jetzt war es wirklich zu doll. Ja. Und ob ich auch dieses Jahr auf Mykonos sein werde? Ja, ab dem 3. August zusammen mit Inscope 21. Oh, stark. Shaden Rock. Wow. Trimax. Oh. Sydney. Mark Eggers. Wow. Amar wird da sein. Stark, stark. Ja, Revi. Ach, natürlich, Revi wird auch da sein. Ich weiß nicht, ob Giratsch dabei sein wird. Ich glaube nicht, aber er war eigentlich eingeplant. Ich hätte mich mega gefreut. Aber ja, wie gesagt, eigentlich auch viele Leute vom letzten Mal werden dabei sein. Es wird geil werden. Ihr könnt euch auf den Content freuen. Die Jungs werden auf jeden Fall alle fleißig vloggen. Das wird cool werden. Ich werde eine Umfrage drehen auf Mykonos. Da wird es eine Straßenumfrage geben. Oh. Ich glaube, die wird echt gut werden. Ist das deine Freundin? Nein, ich bin immer noch Single. Ey, ich bin mittlerweile auch schon Single seit einem Jahr und... Doch, so Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Boah, Digga. Anderthalb Jahre bin ich komplett im Single-Game unterwegs. Du? Bist du Single? Ich bin Single. Ja? Ja. Officially? Officially. Wie lange schon? Seit jetzt auch bald ein Jahr. Oh, komm her. Ist alles gut. Oh, mein Magen knurrt. Mein Magen hat Bock auf Bier. So, gute Frau. Ja, ey, du bist sympathisch. Die Leute mögen dich. Ich muss auch echt sagen, es kommt nur Positives im Chat über dich, oder? Hoffentlich. Bis jetzt habe ich auch nur Positives gesehen. Findest du mich sympathisch, Marc? Sei ehrlich. Ob ich dich sympathisch finde? Das war zu lange. Er hat gezögert. Nee, also wenn ich dich nicht sympathisch finden würde, würde ich jetzt nicht sagen, komm vorbei. Doch, Digga, weil du gut aussiehst. Nein, Spaß. Nein. Weil so einer bin ich nicht. Er denkt ans Geld, weil Subs hier reinkommen. Ach, Quatsch. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich. Ich hab hier nicht mal gewusst, die haben mir vorhin erzählt mit Partner und hin und her und so. Ist geil, ich freue mich, ist doch alles super, Leute, aber ich streame hier nicht, weil ich jetzt denke, ich werde hier die dicken Kohlen machen. Jeder freut sich darüber, jeder hat Bock natürlich irgendwie Geld zu verdienen, aber das dient jetzt für mich gerade sehr der Unterhaltung und ich finde es gut, dass ihr dabei seid. Nee, ich habe mich seit Jahren ausgesorgt, Leute. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren gemerkt, es ist schön, Geld zu haben, aber es ist viel schöner, gute Freunde zu haben, gesund zu sein und echt gute Menschen um sich herum zu haben und das zu machen, was man liebt. Und das ist das größte Geschenk, was ich gerade habe. Könnt euch nicht vorstellen, ich bin so oft so dankbar, in dieser Wohnung zu leben, meine Videos zu machen, so viel Feedback zu bekommen. Also kann ich mir ja mit keinem Geld der Welt kaufen. So diese Straßenumfragen, ich habe richtig Spaß dran. Ich gehe in die Stadt, ich frage die Leute was und mich erfüllt das mit Freude. Ja, man merkt es auch. Danke, gib mir mal kurz das Mikrofon, dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Natürlich. Gib mir mal kurz das Mikey.
Mal an. Leute, da ist es. Ich glaube, das wird irgendwann mein Profilbild werden. Ich habe schon ein Fanfoto damit gemacht, ja. Ey, einfach nur ein... Daigo, Kurs, danke für die 10 Euro wieder. Dankeschön. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dieses Mikrofon war echt teuer. Also für mich war es auch echt viel Geld, irgendwie so 800 Euro. Und ehrlich jetzt, in den letzten Jahren ist das das, worüber ich mich am allermeisten gefreut habe. Ehrlich? No joke, no joke. Klar, ich habe geile Reisen gehabt, Mykonos-Urlaub und so richtig geil. Ja. Aber ich habe mich hier drüber gefreut wie ein Kind. Ich habe all meinen Freunden ein Foto geschickt mit diesem Mikro. Ich habe mir das nachts neben mein Bett gelegt. No joke, das klingt jetzt echt so, yo, was ist das für ein komischer Typ. Aber einfach, weil das so, ich weiß nicht, ob es so ein... Wie man, also Traum, mal ein Mikrofon zu haben, war es jetzt nicht als Kind, aber so, das so zu machen, ich will es jetzt auch nicht größer machen, als wie es ist so. Ich mache immer nur noch YouTube-Videos, aber so, weißt du, was ich meine? Ja, das fühlt sich Hallo. Krass an. Hallo? Hallo. Hallo. Wie hoch ist denn dein Body-Account? Body-Account. Wie hoch ist denn dein Body-Count? Mein Body-Account. Dein Body-Count? 3. Wirklich? Ja. Hatte ich auch welche in der Umfrage. Ja? Die haben gesagt 3. Ja, viele Frauen haben 3 gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Zahl ist. Bei Frauen ist es immer schwierig. Wenn Frauen eine Zahl sagen, ist immer knapp und kritisch. Sagst du, warum? Naja, wenn du jetzt gesagt hättest 40, was hätten die Leute im Chat geschrieben? Mal Real Talk. Ja gut, das stimmt. Da wäre ja nur Negatives gekommen. So, und das ist halt das Problem. Und ich glaube, bei 3 ist es relativ unhatebar, oder? Schon, an sich schon. Ich habe nämlich auch nur 3. Natürlich, Marc. Ich habe nämlich auch nur 3. Nein. Was denkst du bei mir? Echt? Boah, ich weiß gar nicht. Jetzt mal, scheiß mal auf den Stream, mach okay. Mal richtig auf ehrlich. Wir kennen uns zwar nicht gut, aber wenn du jetzt, ohne dass du jetzt denkst, ich will dich jetzt nicht dissen oder so, Real Talk, was denkst du, wie hoch ist mein Bodycount? 35? Das ist mein Alter, ja. Nee, aber, ja, nee. Bin ich da nah dran? So um die 30 rum? Ist es mehr? Marc, fragend. Mama, ich hatte 7 Beziehungen. Gut. Ich war... Wie lange ging deine längste Beziehung? Mal? Über 4 Jahre. Stark, 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 stark. Ich war, seitdem ich 19 bin, fast immer in Beziehungen. Ja. Bis jetzt vor anderthalb Jahren war ich eigentlich fast immer irgendwie in Beziehungen. Das muss man dazu sagen. Mhm. Und ja, mein Body Count ist über 35. Ehrlich, stark. Warum getrennt von deinem Ex? Was war da los? Eigentlich nichts Wildes. Wir waren sehr lange zusammen. Wie lange? Fast 5 Jahre. Oh, erste große Liebe. Ja. Tatsächlich. Ah. Meine erste und einzige Beziehung. Kleine, wie so ein angeschossenes Reh. Ja, ich hatte auch meine erste Beziehung mit 19, glaube ich. Oder? Wann hatte ich denn meine Beziehung? Ich glaube mit 19. Ich glaube auch mit 19 oder so. Voll spät dann. Ja, ich viel zu früh meiner Meinung nach. Wie alt warst du da? 15. Also ich bin fast 16 geworden. Ja, aber mit 15 kann man ja schon eine Beziehung haben. So. Ja, ich weiß nicht. So im Nachhinein denke ich, es war schon ein bisschen früh. Also ja. Es ist jetzt nicht irgendwie gescheitert, weil irgendwas passiert ist oder so, sondern einfach nur, weil wir andere Interessen in der Zukunft halt einfach hatten. Und wir sind halt einfach erwachsen geworden. So, weißt du, wie ich meine? Wir waren 15, waren noch Kinder, da hat man nicht so an die Zukunft gedacht. Es ist klar, man entwickelt sich weiter und manchmal geht es dann doch auseinander. Aber solange alles bei euch im Guten auseinandergegangen ist, absolut. Dann also, ist doch alles gut. Da ist alles fein gewesen. Die Frage geht, glaube ich, an mich. Warst du von deiner Beziehung mit 19 noch Jungfrau? Ja, ich habe tatsächlich mit 19 das erste Mal Sex gehabt. No joke. Also ohne Witz, das glauben mir voll oft die Leute nicht. Und ich habe es auch erst voll spät gesagt, weil das damals echt uncool war. Aber ich hatte wirklich erst das erste Mal mit 19. Crazy, ne? Stark. Weiß nicht, ob es so stark war, aber... Doch, ich, eigentlich schon gut. Ich hatte halt echt immer nur irgendwie so Breakdance im Kopf und mich hat das alles nicht interessiert, aber... Du hast die Zeit nachgeholt, Marc. Meinst du? Ja. Was weißt du gar nicht? Man denkt es, vielleicht habe ich es ja gar nicht nachgeholt. Natürlich. Wie kommst du da drauf? Weiß nicht, dein Bodycount ist über 35, sagst du. Ist das also viel? Aber 7, 8 davon sind Beziehungen. Wow. Nein, guck mal, Real Talk, ich brauche nicht sagen, natürlich, ich habe natürlich auch schon mich ausgelebt, so ist es nicht. Ich glaube, ich habe sexuell alles erlebt, was man, glaube ich, fast erleben kann. Fast. Gibt nicht mehr viel, was es noch gibt auf der To-Do-Liste. So. Aber fühlt sich auch gut an, weil ich weiß, wenn ich jetzt in eine Beziehung gehe, dann bin ich echt ready. Ja. Ich habe nicht mehr dieses Feeling so, oh, ich muss das noch machen oder das, sondern ich kann sagen, ey, ich könnte jetzt eine Frau nehmen und wirklich mit der treu sein. Und wenn ich irgendwie Bedürfnisse hätte, dann könnte ich das auch easy und offen mit ihr kommunizieren. No joke. Und deshalb denke ich mir so, ich glaube, als Frau würde ich mir eher einen Typen nehmen, der wirklich sein Ding gemacht hat, als einen Typ, der nicht sein Ding gemacht hat, mit mir zusammen ist und Faxen macht. Ja, ja.
Und so wäre es bei mir auch mit einer Frau, bin ich euch ehrlich. Wenn ich wüsste, meine Frau hat schon irgendwie viele gehabt, ich frage das auch nicht mehr. Früher war das für mich voll das Thema, mittlerweile würde ich das gar nicht mehr fragen, weil es ist einfach dumm, das zu fragen. Für mich so macht einfach nur Stress und Kopfgeficke. Mhm. Aber wenn ich eine Frau habe, die sagt, ey, ich habe mich ausgetobt mit was weiß ich wie vielen Männern, scheiß drauf. Lieber so, als eine Unehrliche, die noch hier und da und es wäre mir, da scheiße ich drauf. Es ist verdammt traurig, dass in Deutschland Alkohol einfach nur als Droge angesehen wird. Naja, doch. Also man darf das nicht unterschätzen. Es ist wirklich krass. Ich kann auch mal dazu sagen, auch gerade so in den letzten Monaten und so, sehr, sehr viele Storys, wo man mich immer am Trinken sieht. Aber ich bin tatsächlich auch jemand, der relativ oft auch mal Ruhepausen hat. Und auch sagt, jetzt trinke ich mal gar nichts. Oder auch man einen Monat gar nichts trinkt. Also wirklich gar nichts. Nicht mal ein Bier oder so. Ja. Sondern auch, ich versuche schon darauf zu achten, dann zu sagen, ey, ist es auch gut zu sagen, jetzt chill ich mal so. Und auch dieses eine Bier beim Essen oder mal ein Wein, nee, dann ziehe ich das mal so durch. Und ja, so unter der Woche, so wie heute am Montag, wird auch nicht getrunken. Nee, aber ey, das ist einfach wichtig. Und das ist, man klingt so doof, aber klar, ist natürlich so eine Einstiegsdroge, ne? So. Deshalb, an alle Leute draußen, seid vorsichtig mit dem Alkohol. Passt da echt auf. Das muss der Typ mitbringen, der dich begeistert. Ich sag dir ehrlich, ich finde so einen richtig schlechten Anmachspruch finde ich total witzig. Wenn der so richtig schlecht ist, ja? Ich finde es mega lustig. Wenn ich wirklich darüber lache, finde ich es echt geil. Welche Kriterien sonst? Wo ist so, wo du sagst, das ist der Typ Mann, den finde ich mir toll. Ist Humor extrem wichtig. Okay. Ich finde, wenn der Humor mitbringt, hat er schon fast alles mitgebracht. Also mir ist echt? Humor wirklich, ja, mir ist Humor wirklich so, ist eigentlich das Oberste für mich. Wenn so der Humor stimmt, dann finde ich, ist es richtig geil. Optisch. Optisch. Auf jeden Fall braunhaarig. Braun und braune Augen finde ich auch geil, die Kombi. Finde ich süß. Aber ansonsten, ich kann mich da echt nicht festlegen. Ich sag dir ehrlich, wenn er wirklich so richtig coolen Humor hat, dann hat er mich eigentlich schon. Echt, ja? Ja. Aber das sagen echt viele Frauen. Mir ist Humor wirklich wichtig, so, weil irgendwie das verbindet einen. Ey, wenn du nicht lachst mit deinem Partner, ist alles scheiße. Also ist bei mir auch so. Jetzt eine Freundin hätte, mit der ich aber nicht lachen kann, alles scheiße. Wirklich, alles scheiße. Ja, ist wirklich so.